So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Mal wieder Playmobil. Playmobil Wundertüten. Gigapack, Starkgepäck Wundertüten. Und ihr seht, beides jeweils mit einem Feuerwehrmann vorne drauf. Hier in diese 2 von 10 Figuren. Cool, weniger cool, cool, das war's. Hier. 2 von 8 Figuren. Cool, das war's. Aber nichtsdestotrotz kosten beide Wundertüten 6 Euro, 5 Euro. Das ist eine ältere. Aber ihr seht, die Optik ist fast gleich. Aber nichtsdestotrotz möchte ich gerne wissen, was da drin ist, weil ich sie hier liegen habe. Und wegen Platzmangel muss ich jetzt alles öffnen. Und weil ich so nicht rauskomme, weil ich im Moment noch Probleme habe, um euch die neuesten Sachen, präsentiere ich euch ja immer wieder. Aber ist ja auch schön, solche Sachen noch zu haben. Aber nichtsdestotrotz fangen wir jetzt mit die ältere Playmobil-Wundertüte an. Und ihr wisst ja, Playmobil-Figuren an sich packe ich nicht aus. Ich weiß nicht, das ist ein Faible von mir, ich habe sie alle noch. So, hier haben wir einen Comic mit der Astronaut und eine DVD. Erstmal aufmachen. Ist, glaube ich, ein Film, ein Kurzfilm von Playmobil drauf. So, die DVD. Ja, ist ein Kurzfilm. 16:9, 14 Minuten geht der. Von Playmobil. So, dann haben wir natürlich eine coole Astronautenfigur. Es ist so. Schöne Farben, ihr seht. Astronautenfigur, aber sie bleibt bei mir so drin. Dann haben wir hier hinten ein Poster. So, kommen wir jetzt nun zu das zweite. Ist ein Magazin. Hier ist jetzt drin. Oh, der Taucher. Okay. Sag ich jetzt nicht zu. Astronaut auf jeden Fall viel, viel cooler. So, kommen wir jetzt zu die neuere Playmobil-Wundertüte. Also eine interessante, coole Figur schon gezogen. Aber auch hier zählt natürlich. Ich werde euch irgendetwas vom Playmobil unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Und wenn ihr den Link benutzt, bekommt mein Kanal etwas davon ab. Und deswegen kann ich weiterhin solche Videos für euch machen. Das dazu. Aber jetzt. Oh, wieder ein Comic. Und. Limitierte Edition. Polizist I. Okay. Die Figur an sich. Sie gilt. Ich mache mal so ein Mittelding. Gut. Halb, halb. Schlecht. Und. Schwer. Magazin. Es ist. Der Bauarbeiter. Seht ihr? Mit seinem Presslufthammer. Scherz beiseite. Naja. Okay. Dann machen wir das mal so. Es geht gut, wie ich finde. Aber ihr habt natürlich eine ganz andere Meinung. Und welche, schreibt ihr mir in die Kommentare. Wie gesagt, ich verlinke euch irgendwas von Playmobil. Danke dafür für einen Daumen hoch und das Wichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien und dann wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.